Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Schminki machen, wo ich die neuen Produkte von Essence austeste. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, im Essence Online Shop gibt es nämlich mittlerweile neue Produkte zu kaufen. Ich glaube, es sind noch nicht alle, denn ein paar Produkte haben mir auch gefehlt für ein komplettes Full Face. Aber ich habe ja genug, ne? Jo, ich habe zuallererst zwei verschiedene Primer bestellt, weil ich zwei Gesichtshälften habe und dementsprechend kann ich die dann auch austesten. Das ist einmal der Prime Plus Studio Protecting and Skin Perfecting Primer mit UVA und UVB Filtern und mit einem Lichtschutzfaktor von 20. Und den möchte ich mir gerne auf dieser Gesichtshälfte aufgeben. Der kommt in einer Tube mit 30 Millilitern und ja, ist offensichtlich irgendwie so ähnlich wie eine Sonnencreme, wa? Riecht jetzt so auf dem Finger erstmal nach nichts. Von der Konsistenz fühlt sich das an wie eine Sonnencreme. Wobei mir Lichtschutzfaktor 20 tatsächlich auch nicht ausreichen würde. Der riecht auch ein bisschen wie Nivea-Creme. Der ist von der Konsistenz her wirklich wie eine Sonnencreme, nur halt ohne diesen sandigen Effekt, sage ich mal. Weil manchmal, wenn man sich eine Sonnencreme aufgibt, fühlt sich das auf der Haut dann auch so rau an, so ein bisschen, ne? Und wird dann halt danach relativ fettig. Hier hast du einfach nur eine dickflüssige und sehr ölig wirkende Creme, ja, die sich verteilen lässt, aber sehr schnell einzieht und das Gesicht schon irgendwie pflegt. Also es fühlt sich nicht an wie ein klassischer Primer, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja, und so soll jetzt mein Gesicht quasi perfektioniert aussehen. Hier habe ich den jetzt ja nur aufgetragen. Hier ist ja gar nichts aufgetragen. Ja, hat er ein bisschen, ne? Aber jetzt nicht ultimativ krass irgendwelche Veränderungen. Auf der anderen Seite trage ich auch den Prime Plus Studio Primer auf, aber in der Hydrating-Variante and Skin Refreshing. 24 Stunden Feuchtigkeit soll das geben mit Kokosnusswasser und Hyaluronsäure. Ich bin ja kein Fan von Kokosduft, wobei ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, dass der ein oder andere Kokosduft mir tatsächlich dann doch gefällt, wenn es halt nicht so irre künstlich kokosmäßig riecht. Genau, so schaut der aus und der sieht irgendwie doch eher aus wie ein normaler Primer. Und auch der riecht nach Nivea-Creme. War das nicht Maxine, der mal so einen ultra krassen Primer mit einer Nivea-Creme verglichen hat? Mega, mega. Daran muss ich gerade echt denken. Hiervon brauche ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel, weil der direkt die Haut hydratisiert und mir nicht das Gefühl gibt, ich müsste nochmal nachlegen. Das ist auch jetzt sehr interessant, finde ich. Also so für mich, ne? Und das ging jetzt auch ein bisschen schneller und so sieht das entsprechend aus. Es ist ganz witzig jetzt vom Gefühl her, denn die Seite ist echt kühl und erfrischt, während die Seite sich so ein bisschen warm anfühlt, als hätte ich halt wirklich Sonnencreme draufgegeben, ne? Das ist so ganz unterschiedlich gerade vom Gesichtsgefühl. Dann schauen wir mal, wie das Ganze mit der Foundation funktioniert. Sich eine Farbe aus diesen 30 oder 35 verschiedenen Farben auszusuchen, die online da standen, war gar nicht so leicht. Weil es gab so viele unterschiedliche Shades. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, komm, 030 Neutral Ivory könnte passen. Jetzt, wo ich die Tube bzw. die Verpackung sehe, denke ich mir, huch, das sieht dunkel aus. Aber gut, dafür sind wir YouTuber oder wir Menschen hier auf YouTube ja auch da, um euch zu zeigen, welche Farbe gegebenenfalls wie wirken könnte. Wobei, wenn man die jetzt hier so rausnimmt, ne, sieht die auch schon wieder heller aus. Also ich denke schon, dass es funktionieren kann. Mit Hyaluron und Aloe Vera. Und hier sind auch 30 Milliliter enthalten. Das ist übrigens eine schöne Verpackung. Pretty Natural. Es ist eine Tube, ja, aber es ist hier wirklich matt von der Verpackung her. Auch der Deckel ist matt. Es wirkt deutlich edler als so manch andere ja, Verpackung von Essence, die man so vorher kannte. Ist hier auch noch verschlossen, was dann ganz praktisch ist, wenn man sich die Foundation im Laden kauft. Weil daran kann man dann halt auch erkennen, ob gegebenenfalls schon vorher jemand in der Foundation drin war. Mit seinen Griffeln, genau. Also es ist eine Tube und ich gebe mir das Produkt erstmal auf die Hand und so schaut das Ganze dann aus. Ich denke schon, dass es farblich passen könnte. Es ist dickflüssig von der Konsistenz, aber nicht hundertprozentig flüssig. Also es bewegt sich auf der Hand, so wollte ich das sagen. Genau, das werde ich mir jetzt erstmal mit meinen Fingern grob im Gesicht verteilen
Und dann nehme ich mir ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen und blende das entsprechend in meinem Gesicht ein. Ja, Farbe passt. Vielleicht ein Müh gelbstichig? Nö. Wenn ich das jetzt ausblende, passt es wirklich gut. Die soll eine natürliche Deckkraft und ein zartes Hautgefühl hinterlassen. Also quasi, wenn natürliche Deckkraft draufsteht, das ist ja meistens eher eine leichte Deckkraft. Aber das ist ja auch das, was ich persönlich präferiere, also was ich auch lieber mag bei Foundations. Ich muss die theoretisch auch gar nicht den Hals runterblenden, weil es jetzt farblich gerade richtig gut passt. Übrigens hier an den Seiten sind es Abdrücke von meiner Brille, also nicht irritieren lassen. Das ist tatsächlich jetzt die erste Schicht und das gefällt mir irre gut, weil das schön perfektioniert hat. Schauen wir uns das Ganze einfach mal zusammen von nahem an. Also ihr seid nah rangezoomt und ich habe einen Spiegel vor der Nase. Ja, die Deckkraft der Foundation ist wirklich sehr leicht, sehr natürlich. Meine Rötungen und auch meine Muttermale sind noch entsprechend zu sehen. Also meine Mr. Fred-Familie, die irgendwie Dauercamper auf meinem Gesicht sind, sind nach wie vor da. Und ja, leichte Rötungen sind abgedeckt, aber hier zum Beispiel so Rötungen sind immer noch da. Die Foundation mattiert auf jeden Fall. Das ist keine Glowy Foundation. Ja, aber ansonsten gefällt die mir so in erster Schicht ganz gut. Hier an der Nase und an den Nasenflügeln setze ich das immer gerne bei mir ab. Da merke ich einfach, dass ich da wahrscheinlich vergessen habe, Primer aufzutragen. Oder normalerweise trägt man ja auch unter dem Primer nochmal eine Feuchtigkeitspflege auf. Gerade wenn man, wie ich, ziemlich trockene Haut hat. Habe ich aber eben nicht, weil ich einfach mein Gesicht abgewaschen habe. Ansonsten gefällt mir die Foundation so im ersten Eindruck ganz gut. Sehe ich einen Unterschied von beiden Seiten? Nö. Kommt vielleicht noch? Ich weiß es nicht. Also auch wenn ich ganz nah rangehe, sehe ich jetzt so keinen Unterschied. Außer, dass die vielleicht auf dieser Seite weniger gut abgedeckt hat als auf dieser Seite. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wirkt aber auch nur vom Licht her so, oder? Dass ich da etwas gelber bin und hier etwas rotmäßiger. Weiß ich nicht. Aber so wie sie jetzt drauf ist, gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Da kann ich nicht meckern. Ja, ich habe hier einen Concealer, den habe ich aber auch schon länger. Den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Und den habe ich in der Farbe 10 Light Ivory. Den werde ich mir jetzt einfach mal an die zu concealenden Stellen auftragen. Ich benutze den auch heute einfach mal als Lidschattenbase, weil ich gerade zu faul bin. Das ist traurig, aber wahr. Um einfach von diesem Stuhl aufzustehen und mir von da hinten meine Eyeshadow Base zu holen. Traurig. Echt traurig. Ja, ein bisschen heftig mit diesem mega krass deckenden Concealer und dieser ziemlich leichten Foundation. Aber so habe ich schon mal meine Base vorbereitet und sehe aus wie ein 2D-Mensch. Ich muss jetzt zusehen, dass ich die ganze Geschichte hier gesettet bekomme. Und mit Blush Bronzer Highlighter machen wir auch nachher wieder ein bisschen Form ins Gesicht. Zunächst einmal muss ich aber abpudern und dann nehme ich ein Produkt, was ich meine, jetzt aus dem Sortiment genommen wird. Und zwar das You Better Work Gym Proof and Waterproof Fixing Powder. Ich kann euch nur empfehlen, euch das zuzulegen, wenn ihr an den Sommer denkt oder wenn ihr das vielleicht wirklich mal beim Sport tragen möchtet oder so, weil das ist echt gut. Ich finde das so klasse und ich finde es schade, dass ihr diese Reihe rausnehmt, ne? Also, ich mochte die. Ist ein weißes Puder, was man sich einfach so im Gesicht verteilt und das settet schön und das trage ich halt auch unfassbar gerne. Bronzer habe ich zwei neue gefunden. Einmal Sun Club Natural Glow Bronzing Powder und da habe ich mir 01 Warm Tone ausgesucht. Das möchte ich auf der einen Seite auftragen und auf der anderen Seite habe ich gefunden Hello Good Stuff. Ich glaube, das ist so eine Art neue Reihe oder so, die haben. 99% natürliche Inhaltsstoffe und das ist Matte and Glow Bronzer, also so ein Doppelding. Nourishing und mit Kakao. Also das ist nährend und mit Kakao und das ist in der Farbe 10 Cocoa Cool. Jo, einmal warm, einmal kalt. Der Sun Club Natural Glow Bronzing Powder hat auch so ein schönes Pressing drin. So eine schöne Sonne. Nehme ich mir auch wieder einen Essenspinsel. Ich verwende ja heute nur Essenspinsel. Oh, kriegst du gut was auf dem Pinsel? Oh mein Gott. Der riecht ein bisschen wie der Butter Bronzer von Physicians Formula, muss ich sagen. Und den trage ich mir jetzt einfach mal an den Stellen auf, wo ich Bronzer normalerweise auftrage. Und die Farbe, Leute, die passt bei mir. Lässt sich schön, schön einarbeiten und blendet sich ganz von alleine auch so ein bisschen aus. Also da muss ich mir gerade überhaupt keine Sorgen machen. Ich tupfe den auch nur so auf. Selbst auf meiner Haut ist er relativ dezent, sodass ich echt das Bedürfnis habe, den etwas mehr aufzubauen. Das heißt, wenn man noch heller als ich ist, könnte das gegebenenfalls zu wenig sein. Mag ich gerne leiden.
Das sieht super schön und flawless aus. Echt toll. Ich weiß nicht, ob der sogar einen leichten Schimmer mit drin hat. Nee. Der ist nur nicht komplett matt, würde ich sagen. Also jedenfalls wirkt das nicht so auf der Haut, ne? Ja, das ist schon mal nice. Das gefällt mir. Dann gucken wir uns mal den Cool Tone an. Und da ist der Bronzer ja... Jetzt muss man den aufkriegen, Claudia. Du hast hier einen schimmernden Part hier oben und einen matten Part hier unten. Aber meistens vermischst du ja eh alles mit dem Pinsel. Den mache ich jetzt einmal ganz grob motorisch an meiner Hand sauber und da ist ja nicht mehr wirklich was dran. Boah, der riecht aber intensiv süß. Aber künstlich süß, ne? Das ist jetzt nichts super Natürliches. Ich klopfe das ein bisschen ab, weil dadurch, dass ich natürlich in beide Töne reingehen will, kriege ich ein bisschen mehr auf dem Pinsel. Und auch das tupfe ich mir einfach erstmal auf. Der gefällt mir aber auch. Der ist sogar, ist der noch müh dezenter als die andere Seite? Hätte ich jetzt vom ersten Moment her schon gesagt, ne? Aber lässt sich auch schön einarbeiten und boah. Natürlich. Sehr, sehr angenehm natürlich. Mag ich gerne. Also wenn ich das jetzt so einfach mal beide nebeneinander vergleiche, finde ich den... Aua. Finde ich den hier tatsächlich besser. Ich habe den jetzt auch ein bisschen intensiver aufgebaut als den hier. Ja, ich mag das mit dem Glowy lieber. Ich weiß aber nicht, wie das aussehen wird, wenn es Winter ist und ich dann halt von der Hautfarbe auch etwas kühler sein oder noch weißer sein werde. Aber der hier hat sich leichter auftragen lassen und schöner auftragen lassen. Und ich finde auch, dass er ebenmäßiger aussieht, auch wenn der auch ebenmäßig aussieht. Aber die Seite sieht nun mal besser aus, ne? Dann hat Essence die ja die The Blush-Reihe rausgebracht und eigentlich hatte ich gedacht, dass das hier einer von den neuen ist. Das ist nämlich die Farbe 70 Believing und eigentlich war auf dem Produktbild auf der Homepage dann noch so ein Luminous abgebildet. Sprich, dass es quasi ein etwas schimmernder Blush ist. So erscheint er mir jetzt doch etwas dunkel und ich habe ein bisschen Angst, ihn zu verwenden, aber ich werde es trotzdem machen. Ja, weil er sieht doch sehr rosenholzmäßig aus. Er sieht eher so aus wie das, was ich normalerweise auf meinen Lippen trage. Ordentlich pigmentiert, da ist ordentlich was drauf. Und ich nehme jetzt aber einfach mal einen Pinsel. Das ist auch aus so einem Essence Limited Edition Set. Ich nehme auch nur ein bisschen auf, weil wenn ich das jetzt zu dunkel mache, sieht es halt auch blöd aus. Ich habe den jetzt mega abgeklopft und trage mir den jetzt ganz vorsichtig auf. Baue ich den lieber auf, als dass ich mir am Anfang zu viel auftrage und dann denke, oh mein Gott, ist mir das zu dunkel. Wenn ich das vorsichtig mache, geht das. Ich mag es halt lieber, wenn ich so ein bisschen frischere Wangen habe und das Ganze etwas heller in meinem Gesicht ist. Wobei das hier dann auch wiederum sehr natürlich aussieht. Also von daher, ja. Ja, wie gesagt, ne? Also nicht unbedingt meine Farbe, muss ich gestehen. Aber es sieht irgendwie ganz nice aus. Ich werde mir das jetzt aber noch ein bisschen ausblenden mit dem Bronzer-Pinsel. Jedenfalls gehe ich da an den Stellen entlang, wo ich halt auch Bronzer aufgetragen habe. Einfach um das Ganze noch ein bisschen softer zu haben an den Stellen. Ich meine, dass ich das hier so ein bisschen intensiver habe und das ein bisschen dunkler ist, finde ich nicht schlimm. Das sieht ganz gut aus, ne? Ja. Dann haben die... neu jetzt rausgebracht. The Highlighter Luminous Glow. Oder habe... Nee. Oder ist hier die Farbe einfach nur neu? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade verwirrt. Der kommt mir so bekannt vor. Keine Ahnung. Der ist aber auf jeden Fall neu. Dieses Luminous Glow, was hier drauf steht in der Farbe 01 Mesmerizing, den habe ich mir jetzt auch geholt. Das ist halt einfach so ein schöner Champagnerton und da denke ich einfach, dass er gut passen wird. Weil champagnerfarbene Highlighter passen bei mir halt immer erst rein und ja. Der sieht echt toll aus. Da habe ich hier auch den Rapunzel-Pinsel aus dem Disney-Pinsel-Set, der immer sehr viel aufnimmt. Oje, oje. Und dann trage ich mir einfach hier mal so den Highlighter auf. Ja, das ist schon intensiv, ne? Wenn man das mit so einem Pinsel macht. Ich glaube, wenn ich den mit einem normalen Pinsel aufgetragen hätte, wäre das jetzt nicht so kabäm gewesen. Aber so gibt er schon ein schönes Highlight. Der hat relativ feine Glitzerpartikel, also das, was ich jetzt so auf der Haut habe, sieht schon recht nass aus. Das gefällt mir auf jeden Fall. Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt, ne, weil ich es halt sehr intensiv auftrage. Würde man das dezenter auftragen, wäre es wahrscheinlich eher natürlich. Die Base sitzt und die Base gefällt mir auch ehrlich gesagt gut. Die gefällt mir richtig gut. Meine Foundation gefällt mir, Blush, Bronzer, Highlighter so im Einklang. Und jetzt sind wir bei den Augenbrauen. Und da gibt es auch zwei neue Produkte, die ich mir bestellt habe. Es gibt noch viel mehr neue Augenbrauenprodukte. Also ich weiß nicht, was die da an Eskalativität haben. Aber ich habe mir gedacht, zwei reichen.
Okay, ich musste mir gerade was zu trinken holen und habe dann so im Vorbeigehen in den Spiegel geschaut und dann fiel Sonnenlicht auf meinen Highlighter und Leute, er ist doch nicht so dezent bzw. natürlich, wie ich eben dachte. Wenn wirklich Sonnenlicht drauf fällt, dann glitzert der richtig und dann glitzert der auch wie sehr, sehr unnatürlich, wie Feenstaub auch so ein bisschen. Da hat man so verschiedene Farben. Also, ne, so unbedingt natürlich ist der nicht. Nein. Gut. Augenbrauenprodukte habe ich mir zum einen ausgesucht, den Tiny Tip Precise Brow Pen. Semi-permanent. Da habe ich ein bisschen Angst vor. In der Farbe Blond. Den werde ich mir nachher aufgeben, um mir so ein bisschen noch künstliche Härchen einzuzeichnen. Aber vorher werde ich verwenden Brow Pomade and Brush. Da habe ich mir dieses Produkt geholt. Sah auch super fancy aus. Das kann man irgendwie so rausnehmen. Und dann hast du hier oben wohl ein Brush, ein Pinselchen. Und hier unten ist dann die Pomade drin, wo du dann einfach so reingehen kannst und dir das auftragen kannst. Finde ich wirklich cool und das ist sehr, sehr praktisch. Und ja, das werde ich jetzt mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Das Pinselchen passt hier halt natürlich super gut rein. Dann kann man da mit dem Pinsel so reindippen. Ja, bekommt ein kleines bisschen was auf dem Pinsel. Bisschen mehr reintunken. Also es ist nicht unbedingt viel, was dann da vorne so an die Spitze kommt. Aber so verhinderst du halt, dass du zu viel Produkt aufnimmst wahrscheinlich. Mal gucken. Ich bin jetzt ja eigentlich kein Augenbrauen-Pomaden-Fan, aber man kann sich ja immer mal wieder vom Gegenteil überzeugen lassen, ne? Lässt sich aber schön verteilen und farblich passt es eigentlich auch ganz gut. Das ging jetzt ganz schnell. Ich habe jetzt wirklich nur einmal, ne, reingedippt und bin dann entlang gegangen. Dann bürste ich mir das mit dem Spoolie noch ein bisschen ein. Und das gefällt mir jetzt richtig gut. Holla die Waldfee, das ist schnell, natürlich und das sieht gut aus. Ich mag das. Das ist geil. Das ist ein cooles Produkt, wirklich. Wenn das jetzt auch lange hält und jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten schnell austrocknet oder so, das ist 1A. Das ist, dann ersetzt das ja fast schon meinen Augenbrauenstift. Ja, ein bisschen aschiger könnte das tatsächlich für mich sein, ne? Weil ich bin ja wirklich ganz blond. Boah, das funktioniert so schnell. Das mag ich so gerne. Das geht echt einfach und du kannst da super präzise mit arbeiten. Also nicht, weil du dir Härchen einziehst, sondern weil ich einfach schön meine Augenbrauen jetzt auffüllen konnte. Das ist so schnell. Gut, das Pinselchen muss man dann ab und an mal waschen. Das wäre eine Idee, sage ich mal. Aber so für den Alltag, für mal eben schnell oder für eigentlich immer, ist es echt geil. Mir gefällt das Produkt richtig gut. Ja, und jetzt versuche ich mal das, was mir Angst macht. Das Tiny Tip Precise Brow Pen, weil der ist ja semi-permanent. Und als ich das Fullface-Klinik geschminkt habe und da diesen Brow Pen ausprobiert habe, hat mir der ja nicht so gut gefallen. Okay, aber man kann da wirklich fein mitmalen. Das ist jetzt auch nicht so super dunkel. Man sieht es auch, ne? Dass man es nicht so gut sieht. Okay, und jetzt male ich mir mal ganz feine Härchen ein, da wo ich Lücken habe. Ich male damit einfach nur Lücken auf und das funktioniert gut. Also die beiden Produkte in Kombi gefällt mir richtig, richtig gut. Man sieht da nicht so super viel von, aber ich sehe es halt, ne? Ich sehe es für mich und das finde ich schon richtig cool. Das sieht einfach jetzt so ein bisschen aufgefüllter aus, ein bisschen natürlicher. Und die zwei Produkte in Kombi, das ist echt ein Dreamteam. Das gefällt mir auch irre gut, wie das jetzt aussieht. Klasse. Doch. Gefällt mir richtig gut. Kommen wir zu einem weiteren Produkt, was mir ein bisschen Angst macht. Und zwar zu der Lidschattenpalette. Da habe ich mir ausgesucht, die Daily Dose of Power Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die kommt in so einer Pappverpackung. Und hier hast du dann 9 Lidschattenfarben drin. Und ich habe mir natürlich die eher bunte Variante ausgesucht. Sagen wir mal die eher bunte Variante. Es ist einfach nur bunt und es wird gleich auch sehr bunt auf meinem Auge. Wir haben hier oben 3 matte Töne, die wir uns erstmal angucken werden. Ja, knallt. Gut, aber von der Farbabgabe her ist es doch eher pastellig, ne? Dann haben wir hier die nächste Reihe. Die beiden sind eine andere Textur wie der hier. Der hier ist eher samtig und die sind eher so etwas gröber. Wow, das merkt man auch beim Swatch, wobei ich das Grün hier gerade richtig feiere. Jetzt sind wir bei der letzten Reihe. Der Silberton ist ein bisschen flockiger, während die beiden etwas samtiger sind. Oh, wobei aufgetragen wird er sehr cremig, der Silberton. Ja, das Champagner ist etwas schwach. Also die Pigmentierung von der Palette ist wirklich relativ
zurückhaltend. Also ich hätte gedacht, dass das intensiver pigmentiert ist, weil die ja so knallebunt ist, ne? Aber ist sie nicht. Schade eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Mal gucken. Zuallererst möchte ich mir diesen Ton hier aufgeben, einfach um mein Lidschatten-Base-Gedönsen, was ja eigentlich ein Concealer ist, zu setten. Also grob motorisch drüber geben. Ich habe jetzt hier keinen Ton, den ich mir in die Lidfalte geben kann. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen improvisieren. Das heißt, ich gebe mir das Grün auf die eine Hälfte und das Rot auf die andere Hälfte meines Auges. Einfach mit einem Blendepinsel und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, das ist sehr leicht. Wobei so ein Grünton zu intensiv auch nicht so geil wäre, glaube ich. Dadurch, dass es halt so pastellig ist, lässt er sich natürlich auch schön ausblenden. Das ist relativ einfach. Die Pigmentierung ist zurückhaltend, aber das eine willste, das andere musste. Und das ist jetzt einfach eine zurückhaltende Geschichte, aber lässt sich halt, wie gesagt, gut ausblenden. Auch wenn Grün und Rot jetzt nicht unbedingt die Farben sind, die man miteinander mischen kann, weil gemischt ergeben sie normalerweise Matschepampe, nehme ich mir jetzt diesen dritten matten Ton, den roten Ton, jetzt auch nochmal auf. Und den gebe ich mir einfach nach außen hin und lasse den auch so ein bisschen mit in das Grün laufen. Jedenfalls versuche ich das. Mal gucken, was daraus wird. Das sieht jetzt noch so ein bisschen aus wie eine Augenentzündung oder sowas. Aber vielleicht wird das ja noch cool. Witzig ist wirklich, dass sie sich ineinander verblenden lassen und das nicht zu Matschepampe wird. Das sieht wirklich gut aus. Das sieht echt frisch aus. Und irgendwie hat das was, oder? Ich finde es irgendwie voll geil. Ich möchte jetzt tatsächlich, weil ich schon bei den matten Tönen bin, meinen unteren Wimpernkranz machen. Und da würde ich mir tatsächlich nach innen hin dann das Rot aufgeben und nach außen hin dann grün werden. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, sieht jetzt nicht so geil aus, wie ich das erwartet hätte, ne? Aber irgendwie, die Idee war da. So, eine Farbe, die ich mir auf jeden Fall aufgeben möchte, ist dieses schimmernde Smaragdgrün. Und das nehme ich mir mit so einem Smudger-Pinsel auf. Ich gucke mal, ob ich das schon so hinkriege oder ob ich den noch anfeuchten muss. Oh, ich kriege schon ordentlich was auf dem Pinsel drauf. Das möchte ich gerne so nach außen hingeben. Der krümmelt. Was abzusehen war, ne? Wenn man es so mit einem trockenen Pinsel aufträgt. Aber es lässt sich schön einarbeiten. Und sieht auch echt gut aus. Also der schimmert nicht so sehr, wie ich das erwartet hätte. Aber dafür gehen wir jetzt nochmal mit dem Finger drüber, um zu gucken, ob das dann genauso wird wie hier auf dem Finger. Weil diesen Spiegelglanz hätte ich gerne auf dem Auge. Ja, mit dem Finger geht es deutlich besser. Und dann kann man das ja immer noch ausblenden mit dem Pinsel. Aber das ist halt wirklich die Farbe, die ich haben will. Oh, schön. Das mag ich gerne. Das sieht voll geil aus. Und jetzt gebe ich mir mit diesem Smudger-Pinsel das Silber auf, was sich hier befindet. Die mache ich an meiner Hand sauber. Cool, wenn mein Handtuch einen Meter links neben mir hängt und ich zu faul bin, um mich rüberzulehnen. Ey, manchmal, ne? Oder könnte sehr krümelig werden. Beziehungsweise einfach mal gar nicht auf dem Auge landen. Aber hier machen wir die gleiche Technik wie eben mit dem Grün. Also erstmal mit dem Finger auftragen. Und dann mit dem Pinsel und ein bisschen Farbe auf dem Pinsel in den Look einarbeiten. Ja, kann man machen. Ja. Gut. Jetzt möchte ich mir noch was Aufregendes aufgeben. Und zwar diesen roten Schimmerton. Nehme ich mit dem Point Brush auf und puste kurz die Krümel weg. Den setze ich mir hier unten an den unteren Wimpernkranz auf das Rot. Für ein bisschen Schimmer. Das ist irgendwie cool. Ja. Und dann kommt das Fallout erstmal weg. Ja. Denn davon haben wir jetzt gerade nicht wenig im Gesicht. Dann verblende ich hier oben noch einmal die Kanten mit dem Knochenton. Dem Setting-Ton. Da muss ich aber gar nicht so viel verblenden. Ja. Ja. So. Da ist auch noch Fallout. Mensch. Gut. Und jetzt möchte ich mir gerne in meinen Innenwinkel und als Augenbrauen-Highlight den Champagner-Ton hier unten setzen. Da kommt echt wenig Farbe auf den Pinsel. Das sieht schon cool aus, ne? Ich finde, das ist einfach mal was anderes und das mag ich ja einfach gerne, ne? Wenn man einfach sich so ein bisschen von der Masse abhebt und mal was anderes macht.
Ja, dann habe ich bis auf den Kupferton und auf den blauen Ton alle Töne aus dieser Palette verwendet. Das heißt, 7 Töne aus der Palette. Ich finde, das ist ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so die Alltagspalette überhaupt, ne? Das ist uns allen bewusst, aber Daily Dose of Power auf jeden Fall, denn das ist mal ein powerful Eye-Look, Augenlook, was auch immer, ne? Fixieren möchte ich das Spektakel mit dem Hello Good Stuff 3-in-1 Face Mist Hydrate Fix and Refresh mit Wassermelonenextrakt. Und das musste natürlich sein, ne? Hier ist jetzt nicht die Welt drin, also nicht viel, 50 Milliliter. Aber ich bin einfach gespannt, wie das so riecht. Wassermelone ist toll. Einfach ein Sprühkopf. Oh, oh, das könnte was werden. Oh ja, künstliche Wassermelone, hallo. Ich mag's. Da kommt gut was raus. Das finde ich klasse. Das batsche ich mir mal eben mit meinem Schwämmchen ein. Doch, doch. Machen wir die Kette mal wieder gerade. Übrigens, Corazul, ne? Cloudy Corazul 15. Denkt dran. Genau. Jetzt habe ich meinen Spiegel auch dreckig gemacht. Läuft. Also das Fixing Spray gefällt mir, ne? Das macht wirklich ein schönes Hautgefühl jetzt gerade. Es ist so, als hätte die Haut auch gerade Feuchtigkeit gebraucht. Denn ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als würden Primer oder Foundation meiner Haut groß Feuchtigkeit spenden. Also auch der Feuchtigkeit spendende Primer tut es nicht. Ja, genau. Das tat einfach gerade ganz gut. Nächster Schritt ist Mascara. Ich habe 2 verschiedene mir ausgesucht, weil ich 2 Augen habe. Bold Volume, also 20 Forever Bold Volume Mascara. Das ist diese hier. Werde ich auf der einen Seite tragen und auf der anderen Seite Defined Volume Mascara 20 Forever. Das ist diese hier. Ja, ne? Mache ich mir gleich drauf. Die Bold Mascara hat ein Gummibürstchen, was aber tatsächlich nicht ganz gerade ist. Also unten sehen wir auch so einen leichten Schwung nach oben. Die riecht nach Keks. Nach komischem Keks, aber lecker. Und dann die Defined Volume. Genau. Die hätte ich tatsächlich eher als Bold bezeichnet. Das ist ein Kunsthaarbürstchen mit 5 Milliarden Härchen gefühlt. Also die ist echt riesengroß. Die riecht genauso lecker. Ohne Mascara. Leute, ich habe Eyeliner vergessen. Fuki, 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 fuki. Schnell Eyeliner drauf machen. Ich habe gerade einmal kurz drüber getuscht. Oh, 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 oh. Nein. Das ist der Tidy Tip Eyeliner. Ich war schon so in Schwung, in Macherlaune. Ja, in wasserfest, in waterproof. Der ist neu und den möchte ich natürlich auch ganz gerne testen. Der hat eine super präzise Spitze, genauso wie von dem Tiny Tip Eyebrow Gedöns. Den mache ich mir jetzt einfach mal drauf. Boah, da kommst du super nah an deinen Wimpernkranz dran. Das ist ja Wahnsinn. Und da kann man auch echt schön präzise und fein mitmalen. Der gefällt mir wirklich gut. Und ich möchte zu dem Look jetzt auch nicht so einen ultra krassen Wing haben. Deswegen versuche ich das auf dieser Seite jetzt mal genauso hinzukriegen. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ne? Das ist ein toller Eyeliner. Ich bin gespannt, wie der dann auch malen wird, wenn man den halt weiter benutzt. Ob der dann auch immer noch so schön fein bleibt. Aber so in der First Impression ist der schon mal ganz gut. Weiter geht's mit der Mascara. Und ich blende euch das jetzt nochmal ein mit ohne Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascaren sind gut. Ich glaube, ich finde die von Catrice tatsächlich noch einen Tick besser. Und wenn ich mich entscheiden müsste, welche von beiden Mascaren ich jetzt schöner finden würde... Ich persönlich mag ja gerne Länge und diese hier gibt ja richtig krass Länge. Also wenn ich die Augen so aufmache, die kommen fast bis an die Augenbrauen, während die natürlich etwas mehr Fülle, mehr Volumen gibt. Ich glaube, dass ich aber tatsächlich diese hier, die Defined Volume, präferieren würde. Ich glaube, die fände ich tatsächlich schöner, weil sie auch im Auftrag gleichmäßiger war, die Wimpern mehr getrennt und aufgefächert hat. Das hat mir dann tatsächlich besser gefallen als bei der Bold Mascara. Jo, das würde ich mal so sagen, ne? Wenn ich aus der Ferne gucke, finde ich aber tatsächlich die Bold Mascara besser, weil die irgendwie mehr macht, ne? Also die Länge, die Defined Mascara quasi von Namen macht, macht sie von Weitem nicht so intensiv. Das ist ziemlich cool. Also cool wäre eine Kombi aus beidem,
also Fülle und Länge. Naja, wir werden uns jetzt den Lippen zuwenden. Da habe ich mir zum einen Lip Liner geholt. Ich weiß nicht, der ist nicht neu. Das ist die Farbe 01 Curious von den Essence Stay 8 Hours Lip Liners. Ich glaube, der ist nicht neu. Da stand zwar neu dran, aber ich habe den auch in anderen Farben. Deswegen glaube ich nicht, dass der neu ist. Das ist einer zum Hochdrehen. Super cremig. Also gerade nur rangebaselt und schon direkt Farbe drauf. Wie ich einfach überall diese Glitzerpartikel von dem Lidschatten habe. Das ist ein bisschen uncool. Setzt sich ziemlich blöd ab überall im Gesicht. Der Lip Liner ist aber schön. Der gefällt mir. Das ist auch so eine typische Farbe, die ich halt wirklich mehrfach schon da habe. Aber ich mag einfach diese Essence 8 Hours Lip Liner Gedönsen, weil die schön sind. Ne? Die sind vom Auftrag angenehm, die sind vom Tragegefühl angenehm. Und du kannst da halt gut auch Lippenstifte drüber geben und alles wird haltbar bleiben. Das Einzige, was man bei dem monieren könnte, ist, dass der halt ein bisschen zu cremig ist vielleicht. Das heißt, es lässt sich nicht ultra präzise damit arbeiten, weil es halt ruckizuck schnell mal ein bisschen mehr und woanders hingeht. Weil er so cremig ist, aber ich finde ihn schön. So, darüber möchte ich mir gerne einen Lippenstift geben. Und da habe ich diesen hier, This Is Me Semi Shine Lipstick My Choice ist die Farbe 101. Ich glaube, der ist auch nicht neu. Aber da stand neu dran. Ich weiß nicht, ob die Farbe neu ist. Das ist die Farbe. Das ist so ein typischer Nude-Ton. Und Semi-Matt finde ich eigentlich ganz gut, weil ich mag nicht totmatt, aber ich mag auch gerne mal einen normalen Lippenstift zu tragen. Und die Farbe passt da gerade super zu. Doch, mag ich gerne leiden. Passt auch schon zum Augenlook, weil der Lippenstift ist, oder die Lippenfarbe ist jetzt so ein bisschen neutraler, ein bisschen zurückhaltender, während der Augenlook halt richtig kabäm schreit. Leute, das war jetzt mein Full Face mit den neuen Essence-Produkten. Hat mir ganz gut gefallen hier, ne? Also das ist im Gesamtspiel sehr, sehr schön. Ich liebe diese beiden Bronzer. Die finde ich so, so schön, auch wenn die sehr zurückhaltend sind. Der Blush hat sich jetzt auch sehr schön eingefügt. Der ist sehr zurückhaltend jetzt geworden. Also nicht so dunkel, wie es am Anfang war, was ich auch sehr gut finde. Die Augenbrauen sind mir ein Fest gewesen. Dieser Augenlook hatte richtig, richtig viel Spaß gemacht, den zu schminken. Die Mascaren finde ich schön, die Lippenprodukte finde ich schön, Highlighter, ja gut, wer es ein bisschen krasser mag, ne, ist hier auch gut aufgehoben, Foundation, Primer, wobei die Primer jetzt auch nicht so unterschiedlich sind, da muss man halt wirklich schauen, was für einen schöner ist, also es ist auf jeden Fall so, dass die Foundation auf dieser Seite besser sitzt, definitiv, also hier sehe ich das an meiner Nasolabialfalte, sage ich jetzt einfach mal, dass die hier ein bisschen weicher aussieht, als die auf dieser Seite ist. Hier ist die ein bisschen ausgeprägter, was halt daran liegt, dass ich hier einen Hydration Primer aufgetragen habe. Ansonsten setzt sich die Foundation natürlich an meinen Rötungen, an meinen trockenen Stellen im Gesicht ein bisschen ab, aber das ist normal, ne? Also da wird sich alles dran absetzen, was da auch irgendwie mit in Kontakt kommt. Also ich weiß auch nicht, ob da Magnete drin sind. Ansonsten gefällt mir das einfach. Die Foundation finde ich auch richtig schön, wobei ich die von Catrice tatsächlich noch einen Tick schöner finde, wobei die hier etwas feuchtigkeitsspendender ist. Ich muss die noch ein paar Mal öfters tragen, um mir da ein wirklich komplettes Meinungsbild zu bilden. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall ein Go dafür geben, für die Produkte von Essence. Ihr habt ja gesehen, wie ich die verarbeiten konnte. Mir hat es gut gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!